So, willkommen zu GTA Online Folge Bonus. Ja, wir sind hier in der Bonusfolge. Yeah, ich hab gar kein Problem damit, dass hier so viel Bikes stehen. Yeah. Bonusfolge, ihr wisst, im Moment laufen die Folgen im Fünferpack. Folge, was war das? 86, 286 bis 90, 91, 95, 96, 99, Folge 300, kommt natürlich ganz normal in über, ein bisschen Überlänge nur. Dann 301 bis 5, dann 306 bis 52, glaube ich, und dann geht's wieder ganz normal weiter mit einem ganz, ja, ganz neues GTA, ne? Ja, selbstverständlich weiß ich, dass es ein bisschen außergewöhnlich ist. Deswegen ja jetzt auch hier diese kleinen Bonusfolgen als Entschädigung noch nebenbei. Ich kann mir halt den Kack hier gar nicht erlauben gerade, aber ich mache es für euch. Ja, ich weiß, ist komisch. Ihr wisst, ich mach. Ja, klar, die Folgen sind manchmal etwas kurz, aber ich muss euch sagen, Leute, das versteht ihr ja wohl auch, ne? Außer natürlich die Hirngeschädigten unter euch. Und wir wissen genau, wer damit gemeint ist. So ein paar Spezialisten gibt es natürlich immer. Aber zum Glück sind 99,9% von euch gesund im Kopf und einfach nur super. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich habe eigentlich gar keine Zeit, jetzt sowas hier zum Beispiel zu machen. Ich bin mich im Moment am Kümmern. Ich war heute zum Beispiel erstmal unterwegs wegen meiner Internetleitung, weil ich mit euch ja später noch was machen will. Aber das erkläre ich euch natürlich erst wieder in Folge 300 irgendwas, wenn es wieder normal weitergeht. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Moped-Stunts hier. Fangen wir schon mal an hier direkt. Und hepp, 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 hepp. Und hepp, oh. Okay, das hätte anders sein sollen. Ja, ich bin natürlich kein Mensch mit Superkräften, der aus einem Tag einen 27-Stunden-Tag machen kann oder am besten noch mehr. Ich habe natürlich auch ganz viele Dinge nebenbei zu erledigen. Hier, egal was das jetzt ist. Sei es normal irgendwas im Haushalt oder arbeitstechnisch oder wenn ich mal, ja, vor allem jetzt, wo ich im Saisonwechsel bin mit meinem Fahrzeug. Ihr wisst, ich bin im Motorsport aktiv und es gibt viele, die wechseln im September auf ein anderes Auto, beziehungsweise im Oktober, bei mir ist es der Oktober. Und deswegen habe ich da jetzt ein bisschen TÜV-Stress und alles. Und ja, die Kurzfolgen haben damit aber nicht so viel zu tun, diese 5-in-1-Folgen, ne? Aber ich habe ja gesagt, ich erkläre euch das. Natürlich gibt es jetzt wieder so ein paar Heinis, die da irgendwie nicht peilen. Aber gut, wenn das so ist, dann auf Wiedersehen. Ne? Da hat ja zum Beispiel irgendwer einer sogar gratuliert hier zur schlechtesten Folge. So, ja, dann ist das halt so. Hau rein, mein Freund. Auf dich können wir verzichten. Ich glaube, die Leute sind richtig zufrieden und fühlen sich viel wohler hier, wenn so ein verbal mit letzter Hirnkraft dahingestippter Kommentar nicht mehr sichtbar ist, ja. Naja, ich reg mich da nur ein bisschen drüber auf, weil der Typ einfach wahrscheinlich zu dumm war, mal richtig zuzuhören. Aber naja, zum Glück habe ich gesehen, die meisten von euch haben es begriffen, die haben Verständnis dafür. Ich kann das auch so machen, dass hier gar nichts mehr läuft. Ich kann den Kanal auch dicht machen von mir aus. Ich meine nicht ganz dicht, die Videos werden wohl bleiben, aber es kommt halt nichts Neues mehr. Aber so weit will ich ja nicht gehen. Den Gefallen tun wir den behinderten Hatern natürlich nicht. Ja, meine Leitung spackt gerade ein bisschen rum hier, lol. Aber egal, Thema Hater haben wir schon mal gehabt, da braucht man sich gar nicht drum kümmern. Auf jeden Fall, jetzt haben wir hier, ach ja, stimmt, wir machen jetzt hier irgendwo, ja, da kommen wir nicht hoch, ne, ein bisschen Action. Gucken, wie lange wir überleben auf unserem Moped hier. Ja, auf jeden Fall, keine Sorge, das wird, au, wow, habt ihr das gesehen? Das war genial, durch den Baum durch, oh. Ich arbeite momentan auch daran, ich wollte mir ja ein Mikro holen, dies, das, ist natürlich eine teure Sache. Jetzt habe ich mir gedacht, komm, als Übergang, bis ich überhaupt mal einen Rechner habe, einen anderen, hole ich mir nochmal ein anderes Headset. Ich habe da so eine Empfehlung, ich werde mir das mal bestellen, werde mal Testaufnahmen damit machen. Wenn es mir gefällt, behalte ich das, dann haben wir auch endlich qualitativ irgendwie, ja, eigentlich ist das nicht auffällig, aber dieses leichte Rauschen im Hintergrund ist dann raus. Jetzt in dieser Folge ist das nicht drin, weil ich mir mal da ein bisschen mehr Zeit genommen habe. Ein bisschen gebubbelt, ne? Auf jeden Fall, macht euch keine Sorgen, es wird auf jeden Fall ganz normal weitergehen hier. Die Folgen werden bald auch wieder länger. Und ja, zum Thema Geschenk, nein, es werden keine Klamotten hier irgendwie, Let's Play Onkel Merchandise oder so ein Quatsch. Nee, nee, da lasse ich mir noch Zeit mit sowas. Wenn überhaupt. Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Fan von der Sache, aber wenn sich viele wünschen, irgendwann mal vielleicht. Das ist noch Zukunftsmusik, da kann man hier nirgends so hochfahren. Nee, das ist nicht. Oh, nee, Gang-Angriff? Naja.
Ist auf jeden Fall was anderes. Hat auch ein bisschen was mit der One noch zu tun. Naja, nein! Du erbärmlicher Hurenbock! Ja. Wie gesagt, ne? Dann ist jetzt für ein paar Völkchen so. Am 18. geht's ganz normal weiter schon. Wenn ihr auf die Fresse wollt, dann sagt das doch einfach. Statt mich vom Motorrad zu schießen. Ha? Immer diese Halodris. Ja. Wenn es jemandem nicht passt, wenn er einfach nicht warten kann, dann ist das halt so. Ist mir eigentlich auch Latte. Ich will nicht eingebildet klingen, aber wenn es hier nur Choleriker gibt, dann tut es mir leid. Mein kleiner Freund, der sich selbst nur Admin nennt, hat schon wieder Blockaden ausgelöst. Ich hätte es vielleicht nicht gemacht, aber naja. Wen soll's schucken, ne? Auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein paar kleine Bonusfolgen noch nebenbei am Tag. Jeden Tag, wenn so eine 5-Folgen-Kacke da kommt. Und wie gesagt, das sind insgesamt, warte mal, eingeschlossen alle zusammen. 1, 2, 3, 4 Mal nur. Statt 10 Mal. Ich habe da schon extra was abgeändert. Weil mir das eigentlich auch irgendwie zu blöd war, das Ganze. Deswegen habe ich das leicht verändert. Da hab ich so, komm, 10 Tage, ey, oder 12, oder das wären sogar 20 geworden mit dieser 5er-Packung. So, nee, das ist scheiße. Deswegen werden viele Folgen in einem Special erscheinen. Und ja. Ich würde jetzt am liebsten drauf los erklären. Ne, was es damit auf sich hat. Aber da müssen wir leider noch bis zu der einen Folge warten. Naja. So. Ich wollte doch nur ein paar Stunts hier machen. Was? So viele? Ach komm, jetzt schießen wir die einfach mal nieder hier. Huch. Kollegenbratwürstchen. Ja, wie gesagt, also... Ihr wisst, ich lasse mich da nicht nerven von irgendwelchen Cholerikern, die meinen, seine Kommentare ihren geistigen Bullshit abzulassen. So gehört sich das halt, muss man drauf kacken. Ich knall die alle ab. Sollen sie meckern, wie sie wollen? Die Vernünftigen unter euch werden wissen, wie und warum und was und was und dies und das. Ne? Was? Da, die sind alle gar nicht auf meiner Etage. Wo seid ihr denn? Ha, wollt ihr ein bisschen Ari? Ha, ein bisschen Ari. Ein bisschen Ari. Zwei noch. Oh. Ein noch, ja. Koi, hau um. Wo ist der denn? Ich glaube, das war's. Wuppa. Ja. Also ich habe jetzt ja in Folge 86 bis 90 genau erklärt, so ungefähr. Ist klar, ist halt blöd. Die Folge ist kurz. Und nicht unbedingt actionreich, aber... Irgendwie musste ich das ja einholen, weil ich da verpatzt habe früher. Na, ja, lasst euch überraschen, es kommt auf jeden Fall noch die Erklärung, keine Sorge. Am 18. müsste das mit Folge 353 erscheinen. Und ich werde euch auf jeden Fall großartig entschädigen. Wir werden so viel Spaß haben noch mit GTA, weil ich mir da alles ausgedacht habe. Oh, wow. Ich freu mich schon richtig darauf, Alter. Das wird so geil. Okay. Aber wir sind jetzt hier, um Spaß zu haben. Ein bisschen wenigstens. Nein! Ah, Scheiße. Egal, fahren wir nochmal hoch. Ah. Ich freue mich über jeden Kommentar. Außer natürlich, ja, wie gesagt. Ich glaube, ich werde den Herren auch wieder blockieren. Ich habe ihn eigentlich nur deswegen blockiert, nicht wegen diesem einen Kommentar. Das ist halt einer von diesen Fischen,
die immer wieder aufgefallen sind, die nur Bullshit geschrieben haben, nichts Konstruktives, keine Verbesserungsvorschläge, nur irgendeinen Scheiß, ja, was denen auf den Sack ging. Ey, wenn das ihm nicht gefällt, dann kauf den Gerät und nimm selber mal auf und versuch deine Zuschauer dann mal zufriedenzustellen. Die denken immer alle, oh, den nimmt er auf und das war's. Nein. Man muss ein Video auch nicht rendern, schneiden, bearbeiten, ja, und hochladen oder dies und Thumbnails erstellen und Tags aussenken und Titel aussenken und Beschreibungen machen und Playlisten erstellen und dies und das. Ich will jetzt nicht sagen, dass das zu viel ist, aber es ist nicht wenig. Ja, die denken immer alle, ah, ja, Gronkh oder Ungespielt, Onkel, jeder, ach, egal welche, ob ich jetzt den Großen oder die Kleinen, jeder als Player macht diese ganzen Phasen durch. Außer man nimmt ein Handy und nimmt den Fernseher auf, ja. Also das ist nicht einfach. Kann ich nur tausendmal eigentlich sagen. Das ist nicht aufnehmen und hochladen. Nee, Kollegen, so ist das leider nicht. Kann man sich gerne über mich aufreden. Ich sag, was ich denke und so ist das halt. Mein Gott. Und wenn ich mal was Falsches sage oder mich verplapper, dann ist das so. Ich bin auch nicht perfekt, ja. Wer ist perfekt? Wer perfekt ist, ich weiß nicht. Der soll sich bei einem Papst oder beim Präsidenten vorstellen. Der perfekte Mensch, den sollte eigentlich dann jeder kennen. Ja? Naja, egal. Genug Standpauke vom Onkel. Ich weiß, ich habe eine tolle Community. Ich freue mich immer wieder, wenn ich die Kommentare lese. Viele nette Sachen. Natürlich, ey, mein Gott, wir haben das Thema Hate schon mal gründlich behandelt. Und ich empfehle auch jedem neuen Let's Player, der irgendwie wirklich den Willen hat, was weiter zu erreichen, weiterzumachen und so. Ey, wenn da einer Scheiße labert, dann gib ihm einen Konter oder hau die Eier. Oder blockier ihn, mein Gott. Ey, es gibt immer die hassen deine Art. Entweder hassen sie, ja, wie gesagt, die hassen deine Art oder dein Gameplay oder das Spiel, was du spielst oder deine Stimme oder deine Videos selbst. Oder es sind einfach nur Neider oder sonst irgendwas. Irgendwas hat jeder mal zu meckern, ist klar. Nur manche lassen halt auf so einer hirnamputierten Art und Weise aus, ja. Wenn man ein Problem damit hat, kann man gerne was in die Kommentare schreiben. Aber, ja, sachlich bleiben ist schon so eine Kunst für sich, ne? Mein Freunde, das ist so wie die Bank hier. Die ist ja auch mal eben kaputt gegangen. War auch nicht stabil gebaut. Soll ich jetzt direkt hier los und dem Typen, der die geschneidert hat, oder... Na, wie geschneidert? Was laber ich da? Wenn die da zusammengezimmert hat... Auf die Fresse hauen oder was? Oh, komm mal her, wo ist der? Wo ist der? Hier ist gar kein Verkehr. Da, Alter, die Bank, Alter. Die Bank, Junge. Die Bank ist kaputt gegangen. Die Bank. Komm mal. Oh. Ich sehe wieder, wie super synchron GTA ist. Liegt daran, dass ich gerade hochlade. Aber um dieses Problem kümmere ich mich gerade. Wird auch, Folge 353 enthüllt. Ja, da kommt eine ganze Menge auf uns zu in Sachen Information. Ich wollte hier rumjumpen. Jetzt haben wir uns bis jetzt nur auf die Fresse gelegt, ne? Komm, wir gehen auf den Berg hoch, Alter. Ist das so geil. Ja, gut. Genug des Meckerns, ne? Mein Gott. Oh. Seid froh, dass ihr nicht den Rage-Onkel abbekommen habt. Weil der ich hell... Vorher wollen wir gar nicht weiter drauf eingehen, ne? Der Rage-Onkel, der hätte so richtig schön die Fresse aufgerissen. Ja, ich rede in der dritten Person über meine andere Seite. Ja, ich kann das, weil ich es kann, ne? Wegen der Milch. Und auch die Fans, die eigentlich immer sehr, ja, positiv mir gegenüber gestimmt sind und die das vielleicht nicht ein bisschen mögen, aber wenigstens keinen scheiß Kommentar geschrieben haben oder in einer vernünftigen Art und Weise ihr Ärgernis ausgedrückt haben. Mein Respekt an jedem, der sachlich bleiben kann, wenn er über irgendwas auf meinem Kanal verärgert ist, ja. Denn so muss das sein, nur so kann ich aus Fehlern lernen, nur so wird ein Let's Player größer. So ist das mit der Milch auch. Mein Gott, ich mach viel, tu viel, reiß mir die Eier ab und verkauf sie mittlerweile schon. Mein Gott, was labert der denn da? Ja. Guck mal, schaffen wir das? Nein. Aber egal, komm, wir haben jetzt, blablabla, ihr wisst, wie das ist mit der Milch. Wo fahren wir jetzt hin? Moment mal, für Dings. Übrigens, das eine Bonusfolge, eine zweite kommt noch für... ...96 bis 99, glaube ich.
Und 3.1 bis 5 kommt auch noch eine Bonusfolge, wird aber eine Easter Egg Folge. War gar keine mehr geplant, ich habe mir aber trotzdem noch was ausgedacht. Wir gucken uns die Organe von GTA mal so richtig an. Ja. Erscheint dann nach Folge 300 zusammen mit 1 bis 5. Dann kommt die Mega-Folge. 6 bis 2, ne, 46 oder 42. Aber die ist an sich schon so groß, da mache ich jetzt nicht nochmal was. Ja, und dann geht's schon nochmal weiter und dann enthüllt ich ja auch eigentlich alles, was ich jetzt hier eigentlich schon fast war. Ja, ist mir doch schon fast entflohen, nicht, ne? Ja. Naja, wie gesagt, nur ein paar Tage sind das statt Wochen. Ich weiß es nicht. Ist schon wieder so ein Gang-Angriff, der von alleine startet. Schnell weg. Nein, nein, nein. Komm, hoch hier. Nein. Oh. Ey, die Ecke kenne ich doch. Sag mal, haben wir hier nicht unser erstes Deathmatch mit Slay Massive gehabt? Ja, sicher. Warum qualmt das Teil? Können die etwa explodieren? Testen. Nö. Naja. Scheint ein leichtes Schadensmodell zu haben. Alter, hier geht ja auch gar nichts. Guck mal, so viel Biker hier. Überall diese Biker. Auf jeden Fall kommt da noch viel GTA-technisch auf uns zu. Und einige sind wahrscheinlich auch ein bisschen überrascht, weil ich habe, ihr wisst, Folge 400 ist eigentlich Ende und regen sich darüber ein bisschen auf. Auch keine Sorge, also da kommt auf jeden Fall noch was. Da hat schon alles seinen Sinn und wird auch alles schon so passen, ne? Müsst ihr euch mal gar keine Gedanken machen. Aber bevor jetzt diese Folge hier im absoluten... in der absoluten Belehrung endet, ja? Wir wollen ja diesen speziellen Kollegen da nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Ich meine, der hasst mich ja jetzt sowieso. Na, nicht nur er, alle anderen, die auf die Art kommentiert haben, auch. Aber ist mir scheißegal. Ich gebe gerne zweite Chancen. Die können ruhig versuchen, mich irgendwie zu erreichen. Und ich entblockiere die auch wieder dann. Das ist gar kein Thema. Nur man sollte wirklich wissen, wie und womit man um sich wirft. Und was man so schreibt. Ne? Ich überlege ja die ganze Zeit. Nein, nein. Alter, wie, mit Motorrad kommt man überall einfach mal nicht durch. Wie aller Fresse fliegen. Tja, so ist das, ne? Wenn man keinen Helm trägt. Ich trage auch keinen. Wen interessiert das? Komm, komm, komm. Nein. Oh. Also wir sind gleich tot. Oh. Ja, sind tot. Okay, Freunde, wir haben jetzt gemeckert bis zum Morgengrauen. In der nächsten Folge gehen wir ein bisschen auf die Eisen. Und dann kommt die Easter Egg-Folge. Nebenbei kommen ja diese verpackten Folgen, die könnt ihr euch natürlich auch noch reinschauen. Reinziehen. Mein Gott, ich komme hier schon total durcheinander. Tja, das ist so unsynchron gerade wegen der Leitung. Dass ich die nicht mal verprügeln kann. Naja. Bisschen Geduld noch, geht demnächst weiter, Kollege. Ne? Versucht einer an mein Motorrad ranzugehen, also. Ich glaube, es hat bei dir, mein Freund. Geschieht dir recht, dass du auf Fresse fliegst. Ja, irgendwer hat voll die... Boah, was ist los hier? Irgendeiner meiner Nähe hier, der hupt sich die ganze Zeit einen heißen. Nicht im Spiel, sondern im Real Life. Die ganze Zeit. Tut. 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 Wieso? Was haben wir da für ein Rennchen? Stopp! Uff. Ah.
Alter, ich werd gleich wahnsinnig hier, ne? Shit! So. Gehen mal den geschmeidigen Weg hier. Wo auch immer wir hier landen. Lol. Schon wieder. Tut. Alter, ich gehe da gleich raus und reiß dem die Eier ab. So, wir machen jetzt hier ein bisschen Tokyo Drift gleich mit Motorrädern. Und wir sehen uns dann morgen bei Folge 96 bis... Nein, 91 bis 9... Nein, das war ja heute. 96 bis 99 morgen. Übermorgen Folge 300. War morgen natürlich auch hier so eine Bonusfolge. Keine Sorge, die Milch wird schon nicht kalt. Wir sehen uns. Euer Onkel. Ciao!